Das ist ja gut, so wieder los geht's. Wir haben natürlich noch ein bisschen was vor. Wir wollen hier nochmal ganz kurz einen Angriff machen. Da greife ich jetzt nicht weiter an. Ich probiere halt wirklich, was hier in dem Bereich der Minen erstmal los ist, dass ich erstmal überhaupt abchecken kann, sind die halt wirklich so voll, wie ich es gern hätte. Und dann kann ich ja danach Schlüsse draus ziehen, wie es ausschaut mit den Lagern, ob man jetzt unbedingt an die Lager ran muss oder nicht, aber das sieht schon ganz nett aus. Also ist jetzt nicht hier der Mega-Loot, ganz klar. Aber ich wollte es euch trotzdem zeigen. Hier, da auf jeden Fall wieder der Dunkle mitgenommen und dann halt eben gucken, dass man auf die 50% hier kommt und dann ist das eine Sache, die okay ist, was jetzt hier nicht der Bomber ist. Aber es reicht. Oh, apropos Bombe. Da haben wir gleich eine. So. Kriegen wir das noch hin? Ja, genau. Und wenn wir jetzt hier noch uns halbwegs ranhalten, da ist ein Minenwerfer down. Ich könnte jetzt noch einen Rage droppen, aber ich glaube, das kommt aufs Gleiche raus, ob ich jetzt die Kohle raushaue oder nicht. Das lassen wir hier lieber. So komme ich wenigstens noch ein bisschen höher. Passt. Ist jetzt Standard. Fertig aus. So, ansonsten habe ich mich heute auch dazu durchringen können. Nee, Blödsinn war ja gar nicht heute. Wann war denn das? Ist ja schon ein bisschen her. Der King pennt ja schon. Das ist ja dann doch schon was länger her. Egal, auf jeden Fall ist der dann bald gemaxt. Dass ich, also Level 10, Rathaus 8 gemaxt. Und dann kann ich halt wirklich sagen, gut, okay, die Spells und die Truppen halt im dunklen Bereich halt auch hochziehen. Gucken wir mal, was der Lukas noch für uns hier am Start hat. Nice. Ich würde mal sagen 900k. Truppen, ja, das passt. Ach, das dürfte was werden. Das dürfte was werden. Unten greift er auch noch an. Hier. Ah, okay. Riesen. Dann wird er hier bestimmt gleich hier einen Heal rein droppen. Macht Sinn. Oh, schön gehealt. Schönes Ding. Das ist natürlich geil. Also, wie gesagt, Riesen-Heal, das läuft mega. Das ist ganz klar. Eine Truppe, die wirklich was aushält, die kann man ordentlich heilen. Und dann hat man da auch richtig was an Freude dran, sage ich mal. Einwandfrei. King ist die perfekte Ergänzung. Haut ordentlich rein mit Level 6. Wie gesagt, es ist wirklich so, sobald der den Rage hat, ist der richtig vollwertig nutzbar. Und ja, mit was kann man das vergleichen? King. Jetzt ohne Witz, ich würde jetzt mal sagen, so ein Sechser King. Was sagt ihr dazu? Kleinen Moment. Sechser King, ach, ich kann weiterlaufen lassen. Sechser King würde ich jetzt mal sagen. 25, 30 Barbaren. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Wie würdet ihr das ungefähr aufwiegen? Das würde mich mal interessieren. Aber wie gesagt, das passt hier. Jetzt mache ich nochmal kurz einen Switch zum. Oder? Nee, wartet mal. Ich kann noch. Hahaha. Ich kann noch. Oh, der Minenwerfer. Den hat aber ein bisschen sehr weit rausgestellt. Also King O, der halt die Base gebaut. Oh, ganz ehrlich, der ist mir ein bisschen sehr weit draußen. Da packe ich lieber den Magierturm raus und dann hier den Minenwerfer hin. Und den möchte ich jetzt upgraden. Und dann ist das cool. Dann geht das nämlich auch mit meiner Base hier voran, weil die hat ein bisschen geschlafen, muss ich echt sagen. Da habe ich mir nicht wirklich Mühe gegeben. Jetzt in der letzten Zeit, aber ja, so wie die Zeit halt da ist, muss man ehrlich mal sagen. Das war's dazu. Es gibt kurz einen Cut und dann seht ihr mich gleich wieder im neuen bzw. im alten Standard-Account. So, los geht's mit Rathaus 9 und der King ist geupt. King auf 24. Bäm, Jungs und Mädels. Ja, dann ist natürlich ziemlich geil. Dann könnte man, okay, Lichtler hat sich wieder verkrümelt oder immer noch. Dann hätte ich nämlich gesagt, hätte man jetzt einen CW starten können, aber das ist noch nicht der Fall. So. Das ist natürlich echt ziemlich cool, wenn man da wirklich immer wieder den King am Schlafen hat
Und den würde ich natürlich jetzt auch gerne wieder gleich schlafen legen, aber dazu fehlt mir halt noch ein bisschen was an Power. Ich hoffe, ich kriege es heute sogar noch hin, vielleicht wenn ich noch ein bisschen was spende, dass ich eventuell noch auf Level 126 aufsteigen könnte. Gucken wir mal. Queen ist dabei, dann können wir den King auch gleich noch verwenden. Einwandfrei. Dann läuft das. Wenn das länger dauern sollte, skippe ich euch das einfach durch. Ansonsten seid ihr dabei. Sehr geil. Loot ist in Ordnung. Wir haben hier den Bohrer, die Bohrer komplett leer. Dann gehen wir von hier aus rein und sind dabei King und Queen. Nee, ich glaube, ich schicke wirklich erstmal den King mit ein paar Barbaren vor, dass hier einfach wirklich ein bisschen geklärt wird, dass die Queen sich nicht so mega lange hier dran aufhält. So, Queen. Heiler ein paar rein. Und dann könnten wir, wir probieren es mal, ob wir. Ja, geil, schon mit den Mauerbrechern durchgekommen, einwandfrei. King ist drin. King wird auch geheilt. Die Queen ist natürlich jetzt. Aha, sehr geiles Ding. Sehr geiles Ding. Die Queen steht einfach wirklich hinten dran und sagt sich: Ach, na gut, okay, gucken wir mal, was hier geht. Einwandfrei. Einwandfrei. Supergeil. Die Queen regelt hier richtig gut. King ist noch längst nicht down. Sehr gut. Also sehr gute Combo auf jeden Fall. Ja, was will man mehr? Also wie gesagt, so läuft es natürlich perfekt. Queen macht hier jetzt kurzen Prozess. Beide Expos sind ja im Arbeiten bzw. im Aufbau. Jetzt müssen natürlich nochmal Heiler. Ah, schade, die werden nicht. Doch, die gehen zu meiner Queen. Sehr gut Glück gehabt, weil die kriegt jetzt nämlich sonst garantiert richtig ins Gesicht. Oh, also so eine, ganz ehrlich, so eine Combo hatte ich selten, dass es wirklich so gut lief. So, jetzt müssten wir mal gucken. Die Heiler hier sind down, klar. Luftabwehr, die hat da ordentlich was liegen gelassen. Ich würde fast sagen, ich breche den Kampf ab. Aber wenn ich jetzt hier Mauerbrecher reinballere, hier sind garantiert noch irgendwelche Bomben oder irgendwelche Traps. Und dann halt der Bogiturm, der meine Mauerbrecher halt auch gleich kalt macht. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Mal gucken, was die Queen sich hier ausdenkt. Ich meine, wir haben immer noch 50 Sekunden. Da geht natürlich auch noch was. Jetzt haben wir die 50%. Dann wird sie sich garantiert noch die Bauhütte snacken und dann in die Richtung. Tesla am Start. Klar. Bomben kommen noch. Schaffe ich da zeitlich noch was? Ich könnte noch was schaffen. Ich könnte noch ans Alex ran. Die Gefahr ist natürlich, dass die jetzt hier noch irgendwie durch eine Bombe gehittet wird. Na geil. Das ist natürlich Risiko war es wert. Auf jeden Fall. Alex noch gezogen. Wäre schade gewesen, wenn man es halt verschenkt hätte. Klares Ding, abbrechen, einwandfrei. Super Ding. King ist down, Queen lebt noch. Genügend Heiler hätte ich jetzt für den nächsten Angriff nicht mehr. Gucken wir mal, wie es hier ausschaut. Das war aber echt richtig schön sweet. Und wir sparen wieder jede Menge Mauerbrecher. Einwandfrei. Und kein Spell gedroppt, auch wieder zusätzlich richtig nice. So soll es sein. Das hat mir richtig gut gefallen. Wie gesagt, was wollt ihr weiterhin noch sehen? Wie gesagt, ich werde angreifen mit diesen Taktiken wieder. Ganz klar. Also, das ist noch längst nicht vorbei. Da habe ich ja gerade erst angefangen mit. Dass man da halt wieder was Neues sieht. Und dann denke ich mal, weil Lichtler hat mich dazu eingeladen. YouTube Clan War. Ich denke mal, da kommt auch wieder was. Aber lasst euch überraschen. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal noch einen schönen Nachmittag. Und ihr haut rein. Ciao, ciao.